Ich liebe meinen Beruf, weil er so vielfältig ist, weil man jeden Tag etwas Neues lernen kann und kreativ sein kann. An meinem Chef schätze ich am meisten, dass er uns das Gefühl gibt, dass er uns gerne was beibringt und dass er uns das Handwerk bodenständig und exakt beibringen möchte. Ich schätze an meinem Chef, dass er sehr kompetent ist, dass er uns immer hilft, egal wo er kann. Er beantwortet uns jede Frage und dass er uns definitiv nicht vor einem Kunden schlecht dastehen lässt. Ich liebe meinen Beruf, dass ich jeden Tag mit Menschen zusammenarbeite, vor allem hier im Dorf. Da kennt man die Kunden und ja, wir funktionieren sehr gut im Team zusammen und Chef und Chefin sind jeden Tag hier. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann wird das sofort geklärt und ja, das liebe ich an meinem Beruf. An meinem Chef schätze ich besonders, dass er so humorvoll ist, dass man zusammen lachen kann, auch wenn mal ernstere Sachen sind, dass man in Ruhe darüber spricht und ja, vor allem, dass er mich die 3 Jahre so super durch die Ausbildung gebracht hat. Das schätze ich an meinem Chef. Mir ist beim Ausbilden wichtig, dass die Azubis von Anfang bis Ende lernen und auch verstehen, dass es halt die Theorie dahinter auch hängen bleibt und nicht nur das praktische Arbeiten hier ist und dass sie halt den Spaß nicht verlieren. Besonders sind mir die Azubis in Erinnerung geblieben, die wirklich wissbegierig sind und auch dann hinter dem stehen, was sie machen und was ich ihnen halt beibringe, dass sie es wirklich aufnehmen und quasi in sich einsaugen. Beim Ausbilden ist mir wichtig, dass die Auszubildenden Selbstständigkeit lernen und Ganzheitlichkeit, dass die in der Lage sind, selber von dem Rohstoff bis zum Ende des Produktes alles alleine selbstständig herzustellen und es dann auch dem Kunden im Laden präsentieren können. Beim Ausbilden gibt es immer wieder Überraschungen. Man hat Bewerber, die tolle Zeugnisse haben, die einen ganz tollen Eindruck machen. Und nach ein paar Monaten ist da oft schon die Luft raus. Fehlt die Disziplin, es durchzuhalten oder zur Schule zu gehen. Auf der anderen Seite hat man auch Auszubildende, die schlechte Zeugnisse haben, wo man vielleicht erst nicht so ein gutes Gefühl hat. Die starten bei Null, da fangen die blühen auf bei der Ausbildung und machen dann auch super Abschlüsse. Und das ist das, was ich an Ausbildung so liebe.